Ich dachte, es ist mal an der Zeit, mit euch über den Planet Merkur zu reden. Weil Merkur ist zwar ein sehr kleiner Planet und er steht sehr nah der Sonne, aber weißt du überhaupt, was er wirklich bedeutet? Ich meine, wir reden über Mercury Retrograde, auf Instagram steht es überall und langsam wissen wir, okay, das und das bedeutet das. Ich schalte dir gerne mein Intro-Video mal dazu ein, wenn du nicht weißt, was es ist. Aber was ist Merkur selbst? Merkur selbst steht für unseren Geist. Er repräsentiert eigentlich so deine Psyche, also grundsätzlich, wie du Informationen aufnimmst, also dein Lernstil, aber auch wie du kommunizierst oder eben nicht kommunizierst, wie du grundsätzlich Informationen aufnimmst und verarbeitest und Lösungen auch suchst, also eben deine Problemlösefähigkeiten. Und ich finde, etwas über den Merkur zu wissen, hilft dir selbst, dich selber besser zu verstehen und auch andere, weil du weißt, oh, der andere denkt vielleicht langsamer oder der redet halt so schnell. All diese Dinge kannst du anhand des Merkurs erkennen von einer Person. Und ich, wenn du noch nicht auf meinem Channel warst und mich noch nicht so gut kennst, ich bin Hannah, abonniere gerne diesen Kanal, weil dann erfährst du alles über Astrologie, was wie ich es denke und wie ich finde, dass es dir helfen kann. Weil Merkur in Jungfrau, das ist das, was ich habe. Und für mich ist es sehr, sehr schwierig, nicht die ganzen Basics auf diesem Channel schon gehabt zu haben, weil die Basics sind das, was du brauchst, worin du zurückkommen kannst und womit du schon sehr, sehr gut arbeiten kannst. Und ich finde ja, dass Astrologie nicht kompliziert sein muss, sondern auch eben sehr, sehr einfach sein kann. Und ja, die Planeten beeinflussen dich in der Astrologie. Ja, sie haben einen Einfluss auf dich und das ist auch so. Aber Astrologie möchte dir nicht schaden. Und es ist nichts, worin du sagen kannst, so, das ist etwas, was, womit du, ach, warum bin ich damit geboren? Nein, sie möchte eben genau dir helfen, dich auf den richtigen Weg zu bringen. Und deine Gedanken, das ist nämlich das tricky Ding. Deine Gedanken sind nicht immer wahr. Das, was du dir selber sagst, ist nicht wahr. Deine Gedanken und wie du denkst und wie du deine Umwelt wahrnimmst, beeinflussen dich und deine Realität und deine Welt, in der du lebst. Und du hast darauf Einfluss. Du kannst das beeinflussen, wie du die Dinge siehst, wie du sie bewertest, wie du mit jemandem kommunizierst. Das sind alles Dinge, darauf haben wir Einfluss. Und das ist etwas, was ich finde, sehr, sehr wichtig anzuerkennen ist. Die Realität ist nämlich, dass wir eben irgendwo in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit etwas erfahren haben, jemand etwas zu uns gesagt hat und dass wir das aufgenommen haben und dass das die Story ist, dass das die Geschichte ist, die wir uns immer wieder sagen, die wir immer wieder abspielen und die automatisch passieren. Und es gilt eigentlich in diesem Leben, diesen automatischen Gedankenprozess zu unterbrechen oder sich dem bewusst zu werden, sich zu verstehen, okay, was ist eigentlich zum Beispiel eben meine niedrige Entwicklung davon oder meine höhere. Also dein Tierzeichen zeigt dir an, was dein automatischer Gedankenprozess ist oder worauf du vielleicht auch fokussiert bist. Der Ursprung kommt aber eben aus deiner Kindheit oder aus irgendwo in deinem Leben, einer Erfahrung, die du gemacht hast. Und eigentlich sind die Gedanken eben wie so kleine Kinder, die ständig rasen, die ständig irgendwie durch die Füße laufen und die überhaupt kein Benehmen haben und die wir eigentlich wieder an die Hand nehmen müssen und denen sagen müssen, ey, konzentrier dich, setz dich hin, das hat Konsequenzen, wenn du hier so rumläufst. Und ich mache das nicht mehr mit. Und das ist ja eben zum Beispiel die Kunst der Meditation, dass man eben versucht, zum Beispiel seine Gedanken, sich nicht damit zu identifizieren, nicht zu sagen, das ist so, sondern das ist das, was gerade abläuft, stimmt das auch wirklich? Dein Geist ist recht egoistisch und dein Geist ist eben repräsentiert durch den Merkur. Und Merkur wandert immer mit der Sonne. Das heißt, dass dein Sonnenzeichen, dein Sternzeichen, immer entweder im selben Zeichen Merkur steht oder in einem davor oder einem danach. Also einfach nur als Beispiel für dich, bist du zum Beispiel ein Widder, das ist das Sonnenzeichen, Sternzeichen. Dann hast du Merkur vielleicht in demselben Zeichen, weil Merkur und Sonne am selben Punkt stehen. Das heißt, Merkur ist auch im Widder. Oder aber dein Merkur stand im Zeichen davor. Davor kommt Fische. Wenn es im Zeichen danach steht, dann hast du Merkur vielleicht im Stier. Also du siehst, nicht jeder Widder, also das Sonnenzeichen, ist gleich dem anderen, weil sie drei verschiedene Möglichkeiten hätten von einem verschiedenen Merkurzeichen. Und Merkur, wie gesagt, ist in diesem Falle eher ja, derjenige, der unser Sonnenzeichen bestimmt. Wir sind eigentlich Sklave unserer Gedanken. Und die Evolution oder das Wachstum oder die wirkliche Weisheit ist, sich von den Gedanken frei zu machen. Also das ist das, wo wir sagen, das ist dieses höhere Bewusstsein, das ist der Wachstum, das ist Spiritualität, indem wir uns nicht immer mit unserem Monkey Mind, mit dem, was wir automatisch denken, verbinden
sondern dass wir uns davon frei machen und dass unsere Sonne dadurch wieder scheinen kann und wirklich ihr Seelenversprechen auch erfüllen kann. Und das ist das, was ich sage, wo du selber eine Wahl hast, wo du den freien Willen hast, wo du selbst dein Leben in die Hand nehmen kannst und eben sagen kannst zu diesen Gedanken, das ist wie kleine Kinder, die um dich rumrennen und die alle kein Benehmen haben, die alle durchdrehen und alle auf einmal deine Bude irgendwie durchnehmen. Und du musst ihnen sagen, du musst sie auf die Hand nehmen, musst sie auf den Stuhl setzen und du musst sagen, ey, aufhören. Das hat Konsequenzen, wir müssen das anders machen, so funktioniert das nicht. Und diese Kinder, wie gesagt, das sind deine Gedanken, die einfach frei rumrennen und die auf einer Geschichte basieren, die du irgendwo aus deiner Vergangenheit hast, die du aus deiner Kindheit hast, aus deiner Schulzeit vielleicht. Du musst dir mal überlegen, was hat man zu dir in der Schule gesagt? War der Lehrer zu dir, der gesagt, ja, du bist total schlau, oder hat er zu dir gesagt, du bist dumm, du kannst das nicht? Dann ist es etwas, was wir mitgenommen haben. Das ist wirklich dieses, wer warst du in der Schule? Warst du der Quatschmacher? Warst du eher der, ja, der immer seine Aufgaben richtig gemacht hat? Oder der immer ein bisschen länger brauchte? Also das ist das, worauf Merkur basiert. Das ist die Geschichte, die wir erzählen und an der wir auch festhalten. Und es gilt sich, davon aber frei zu machen. Also wenn du jetzt selber in eine Zeitmaschine steigen könntest und zurück dich beamen könntest, dann könntest du dir das angucken, dann würdest du sehen, oh wow, ja, da war die 8-jährige Hanna und ihr wurde gesagt, sie ist zu langsam. Und daraufhin hat sie ihr Leben lang gedacht, sie ist zu langsam, sie braucht mehr Zeit, aber sie ist vielleicht auch einfach zu dumm. Sie hat vielleicht Dinge einfach nicht angefangen, weil sie immer gedacht hat, nein, ich bin zu langsam, ich schaffe das nicht so schnell, ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Und wenn du jetzt aber das dir angucken könntest, diese Geschichte, dann würdest du verstehen, okay, das hat jemand zu ihr gesagt, aber das stimmt ja nicht unbedingt. Nur weil sie die Aufgabe vielleicht anders verarbeitet oder anders mehr Zeit dafür braucht, heißt es nicht, dass sie dumm ist. Also das ist dieses, welche Geschichte hast du und an welcher Geschichte hältst du fest und von welcher Geschichte musst du dich freimachen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ist dein sich immer wiederholender Satz, den du hast? Und ich kenne viele Leute, die sagen, ich sollte mehr Sport machen. Ich muss mehr arbeiten gehen. Ich brauche mehr Geld. Ich bin hässlich. Ich bin dick. Ich bin dumm. Ich bin zu langsam. Ich bin unsportlich. All diese Sachen sind so Überzeugungen, die aber nicht wirklich wahr sind. Und was ganz interessant ist, ist, dass du eben in der Astrologie dir angucken kannst, in welchem Zeichen du denn dein Merkur stehen hast. Also wenn du auf astro.com gehst, ich biete euch ja immer astro.com an, egal welches Horoskop es ist, du musst nach diesem kleinen Symbol gucken, wo dieses kleine Teufelchen steht. Also ich finde, der hat so kleine Antennen. Also entweder kannst du es schön sehen und sagen, es sind Antennen, die was empfangen, oder halt das kleine Teufelchen, was dich halt immer wieder dazu bringt, sozusagen eher nicht so gut mit dir selbst zu reden. Also welche Gedanken wir haben und wie wir mit uns selber reden, beeinflusst eben ganz, ganz stark, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und welches Leben wir eigentlich leben. Also eigentlich bestimmen deine Gedanken, wie erfolgreich du auch im Leben einfach sein wirst. Weil bist du überzeugt davon, dass du schlau bist, dann gibt dir das einfach viel mehr Kraft, Dinge auch anzugehen und zu sagen, okay, ich schaffe das, ich kann das, ich stelle mich dem. Und dein Merkur kann dir eben zeigen, worauf du selber vielleicht fixiert bist in deiner Geschichte, in deinem Leben. Und grundsätzlich ist das natürlich super basic. Du kannst dann schauen, in welchem Haus dein Merkur steht und vielleicht ist er ja auch sehr gut aspektiert oder vielleicht auch nicht so gut aspektiert. All das, dein Merkurzeichen, zeigt mir, wie du denkst, wie du kommunizierst. Und letzten Endes gilt es für dich selber, das auch zu sehen, dich selber dadurch kennenzulernen, zu verstehen, was dein automatischer Gedankenprozess ist und das wieder selber in die Hand zu nehmen. Weil das ist eigentlich der wahre Weg auch zur Spiritualität. Also ich hatte ja gesagt, das ist wirklich, bist du dir bewusst, was deine automatischen Prozesse sind, was dein Monkey Mind ist, was deine wilden Affen in deinem Kopf sind, dann kannst du wieder Kontrolle drüber gewinnen. Dann kannst du anfangen, diese auch wieder in die Hand zu nehmen. Und wie machen wir das? Ja, natürlich, Meditation. Auch ich muss das üben. Auch ich übe mich in Meditation. Und Meditation ist nichts, was dir einfach von heute auf morgen gelingen wird, sondern es gibt Tage, da läuft es gut, es gibt Tage, da läuft es nicht so gut. Es gibt Tage, da hast du das Gefühl, danach es geht dir super gut, es gibt Tage, danach geht es dir schlecht. Aber es ist ein Prozess und es ist wirklich dieses, sich dem überhaupt auszusetzen, das ist wie Müll rausbringen. Also für mich ist das wirklich, du musst alltäglich einmal diesen ganzen, was da in deinem Kopf irgendwie zusammengekommen ist, von diesen ganzen Affen, die sozusagen das Zimmer durcheinander gebracht haben, musst du Ordnung rausbringen. Du musst den Müll abends einmal rausbringen, um
dich selber zu resetten, um dich selber auch davon zu distanzieren, dass das nicht alles, was du denkst, immer wahr ist. Das Interessante ist ja eben, dass unser Geist wissbegierig ist, dass unser Geist eben Stimulation braucht. Und wir suchen sie, aber teilweise, ja, unbewusst. Wir lassen uns einfach zumüllen. Also wenn du dich einfach beschallern lässt von Fernsehen, das ist genau das, was dann da einfach passiv, ja, was passiv aufgenommen wird. Und eigentlich geht es eben darum, sich dem wieder zu widmen. Auch diese Gedanken, die du automatisch hast, wieder zu reframe, also neu zu besetzen. Das ist ja kognitive Verhaltenstherapie. Das ist das, was man zum Beispiel in einer Verhaltenstherapie macht, sich die Sätze anzuschauen, die man sich selber immer wieder sagt und diese neu zu belegen, die Geschichte neu umzustrukturieren und sich selber auch wieder in einer anderen Position zu befinden, einfach in seinem eigenen Leben. Wir können uns nicht dagegen wehren, ständig auf unser Umfeld zu reagieren, die Informationen ständig aufzunehmen, weil unser Geist ist so strukturiert, dass wir auf alles reagieren, dass wir Informationen aufnehmen. Aber Meditation hilft dir eben, aufmerksamer zu werden und es auch ein bisschen besser zu filtern, sich eigentlich aus der Situation herauszubeamen, um besser in der Situation zu sein. Also wirklich, um das Ganze der Situation wahrzunehmen, um alles zu sehen, ganzheitlich und nicht die Emotion selber zu sein oder der Gedanke selbst. Also grundsätzlich geht es darum, diese Geschichte neu zu schreiben. Du musst dich also einfach selber fragen, was ist denn mein innerer Dialog? Was ist das, was ich mir immer wieder selber sage? Und was für eine Beziehung habe ich dazu? Ist das eine gute Beziehung oder ist das eine nicht so gute Beziehung? Das ist ja auch das, wo man sagt, es gibt ja Affirmationen. Also selber dieses, sich selber bestimmte Dinge sagen, hat auch einen Einfluss auf uns. Und die Frage ist auch, welche Geschichte lebst du noch? Gibt es eine Geschichte aus deiner Kindheit? Gibt es etwas, woran du immer noch festhältst und woran du immer noch glaubst und woran du immer noch lebst, wovon du dich eigentlich freimachen musst oder wovon du dich freimachen kannst? Das ist ja das. Und die Frage ist auch, wie gut kannst du denn abschalten? Wie gut kannst du dich von diesen Gedanken distanzieren? Und wenn du selber merkst, eben, dass du es nicht so gut kannst, dann musst du einen Weg für dich finden, dich davon zu distanzieren. Es wieder selber in die Hand zu nehmen. Also ich sage Meditation, es gibt aber auch Dinge wie Sport, Lesen, Journalen. Also grundsätzlich diesen Aufmerksamkeitsfokus auf etwas Bestimmtes setzen und nicht eben passiv wie der Mülleimer zu sein, in dem halt alles landet und den du abends dann nicht rausbringst. Ich würde gerne jedes Element auf jeden Fall durchgehen, damit du ein bisschen Verständnis dafür hast, wie zum Beispiel es sich allein anhand des Elements dieser Planet ausdrücken kann. Hast du Merkur also in einem Wasserzeichen, das wären dann Krebs, Skorpion oder Fische, dann ist dein Gedankenprozess vor allem eher intuitiv veranlagt. Also du entscheidest vor allem eher aus dem Bauch heraus oder durch ein abstraktes Gefühl, was du vielleicht bekommst. Also das sind schon Leute, die ja oftmals auch diese geistigen Fähigkeiten haben, vielleicht sogar psychic sein können, Mediumship haben. Grundsätzlich sind das die Leute, die eben, ja, intuitive Entscheidungen treffen, die vor allem eher kreativ veranlagt sind, vielleicht auch sensibel sind, vielleicht auch mehr Ruhe brauchen beim Arbeiten und die eben manchmal nicht so ein gutes Gedächtnis haben, was zum Beispiel Fakten oder sowas basiert ist, sondern vielleicht eher emotional geprägt ist. Also manchmal sind deren Gedankengänge eben auch nicht so geradlinig, sondern sie sind eben, wie ich gesagt habe, auch teilweise kreativ. Also Merkur im Wasser sind meistens Leute, die eben, ja, künstlerisch begabt sind, Poeten, Schriftsteller, Musiker, das sind all solche Sachen, die man mit Merkur im Wasser zum Beispiel verbinden kann. Hast du Merkur in einem Luftzeichen, dann fühlt sich grundsätzlich Merkur dort sehr wohl, weil Merkur eben dein Geist sind, deine Gedanken und die bewegen sich sehr schnell. Und grundsätzlich sind Menschen mit Merkur in einem Luftzeichen, das wäre dann, ja, was gibt es, Zwilling, Waage oder Wassermann, das sind sehr intellektuelle Leute, also grundsätzlich sehr interessierte Leute, sehr kommunikativ oder sehr artikuliert, Leute, die eben gerne Details mögen oder vielleicht auch nicht, die teilweise ein super, super gutes Gedächtnis haben, weil sie so sehr detailreich sind oder die manchmal einfach Geschichten auch einfach sich erdenken oder erfüllen, wie kann ich das sagen, also die zum Beispiel etwas aus der Vergangenheit dann einfach rekonstruieren und dann vielleicht ein bisschen anders denken, weil Merkur in Luft ist einfach super schnell. Das sind manchmal Leute, die entscheidungsfreudig sind oder die überwältigt sind von den Entscheidungen. Grundsätzlich die gerne schreiben, vielleicht auch nicht so gerne schreiben, aber grundsätzlich, wie ich gesagt hatte, sehr geistreich sind, sehr informationsgeil, sage ich ja ganz oft. Also die gerne lernen, die gerne Informationen aufnehmen, die aber eben auch manchmal Schwierigkeiten haben, sich zum Beispiel, ja, den Gedanken abzuschalten, also runterzukommen. Hast du Merkur in einem Feuerzeichen, also das wären Widder, Löwe oder Schütze, dann bist du jemand, der eher, ja,
eher impulsive Entscheidungen trifft oder eher spontan ist dabei, was er zum Beispiel macht oder auch vor allem sagt. Also das sind die Leute, die eigentlich das sagen, was sie denken, ohne einen Filter, während sie es gerade denken. Und dadurch kommen aber auch so gewisse Geistesblitze, also sie können auch sehr kreativ sein. Das heißt, manchmal weiß man gar nicht, woher das jetzt kommt. Aber genau, sehr direkt in der Kommunikation, können sehr fordernd sein, sind, finde ich, eigenständige Denker, die aber auch mit einem gewissen Humor dann dabei kommen. Und die sind, wie gesagt, ein bisschen anders als zum Beispiel Merkur in dem Element Erde. Also das wären dann zum Beispiel Stier, Jungfrau oder Steinbock. Und Merkur in Erde sind grundsätzlich die Menschen, die ihre Realität eher in Zahlen messen, die gut in Buchhaltung sind, die Ordnung brauchen, die Struktur brauchen, die auch gerne geben und die grundsätzlich, glaube ich, immer denken, dass sie selber nicht schlau genug sind oder irgendwas nicht gut genug gemacht haben. Aber Merkur in Erde sind halt die auch, die es sehr genau nehmen und sehr gut auch mit Worten sein können. Also die sehr artikuliert sind, die teilweise auch dann zum Beispiel viel geduldiger sind als zum Beispiel Feuerzeichen, wenn sie etwas erklären möchten. Also sie nehmen sich die Zeit dafür, das heißt auch, dass sie es teilweise ein bisschen ausbreiten können, aber dabei eben immer mit Intention sprechen. Also dort, was gesagt wird, ist meistens nicht zu viel, so wie es zum Beispiel bei einem Luftzeichen sein könnte. Du merkst schon, Merkur drückt sich ganz unterschiedlich in den Elementen aus und natürlich macht das einen Unterschied nochmal als Feinheit, welches Tierzeichen du denn in deinem Merkur stehen hast und natürlich immer auch interessant für dich selber dann zu wissen, wo dein Sonnenzeichen sich von anderen unterscheidet. Lass mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen, was deine Story ist, was ist dein sich immer wiederholender Gedankengang. Meiner wäre immer dieses, es ist nicht gut genug, es müsste besser sein, ich müsste mehr machen. Das ist meine typische Jungfrau, die mir das sagt, aber ich weiß auch, dass das nicht unbedingt stimmt, sondern dass ich genug mache und dass es gut genug ist, so wie es ist und dass es vor allem das ist, was ich jetzt gerade machen kann. Und ich muss mir da selber auch viel Raum nehmen und den solltest du dir auch nehmen. Also lass mich gerne unten wissen, welches Merkurzeichen du hast, was dein Satz ist und wo du dir selber vielleicht mehr Raum geben möchtest und mehr Verständnis auch für dich selber haben möchtest. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass es mich gerne wissen. Like das Video gerne und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.